Ich begrüße Sie zum 7. Münchner Orgelsommer, dem Kooperationsprojekt der Innenstadtgemeinden. Mein Name ist Klaus Geitner, ich bin in München-Sendling an der Himmelfahrtskirche als Kirchenmusikdirektor tätig. Ich spiele von Marco Enrico Bossi eine Intrada. Dieses Werk ist im Manuskript leider nicht vollständig überliefert und wurde erst vor einigen Jahren von Riccardo Castagnetti ergänzt. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser festlichen Ouvertüre zum Münchner Orgelsommer. Als Veranstalterin des 7. Münchner Orgelsommers möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Dieser Orgelsommer findet in diesem Jahr Corona-bedingt in anderer Form statt. Sie können digitale Orgelkonzerte über den YouTube-Kanal hören und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diesen YouTube-Kanal auch abonnieren würden. Das Programm des Münchner Orgelsommers ist wie jedes Jahr abwechslungsreich. Die 5 Münchner Organisten werden in St. Lukas an der Steinmeier Orgel die Konzerte zum Besten geben. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Veranstaltern und bei allen denen, die es möglich gemacht haben, dass dieser Orgelsommer auf ganz besondere Weise stattfinden kann, bedanken.
Und wenn Sie Ihrem Dank Ausdruck verleihen wollen, dann freuen wir uns über eine Spende auf der Website münchnerorgelsommer.de. Es ist ein benutzerfreundlicher Spende-Button. Seien Sie großzügig, bleiben Sie behütet und haben Sie viel Genuss beim Münchner Orgelsommer. Ich bin Tobias Frank, Kirchenmusikdirektor hier in St. Lukas. Ich habe Ihnen ein kleines Kabinettstückchen mitgebracht des belgischen Komponisten Joseph Jongen, und zwar sein Scherzetto aus dem Opus 108. Viel Vergnügen! Mein Name ist Armin Becker, ich bin Organist der Matthäuskirche. Zum Beethoven-Jahr habe ich Ihnen ein Stück des Hamburger Komponisten Andreas Wiltscher mitgebracht. Er hat darin 7 beethovensche Themen verarbeitet. Wenn Sie die alle erkennen, können Sie garantiert nichts gewinnen, außer meiner Hochachtung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Ich bin Michael Roth, Organist und Kantor an St. Markus in München. Ich interpretiere ein bekanntes Stück der Klavierliteratur, welches sich sehr gut auf der Orgel darstellen lässt. Die Nocturne Es-Dur, Opus 9, Nummer 2 von Frédéric Chopin. Mein Name ist Michael Grill. Ich bin Kirchenmusikdirektor und Organist an der Erlöserkirche in München-Schwabing. Zum Abschluss des Konzerts spiele ich für Sie den Schlusssatz einer Orgelsinfonie des zeitgenössischen Hamburger Komponisten Andreas Wilscher. Er trägt den Titel Ritual Fire Dance. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und ich hoffe, Sie haben das Konzert genossen zur Eröffnung des 7. Münchner Orgelsommers. Vielen Dank.